Ich habe erst 4 getötet. Was zum... Was ist passiert? Ich war doch gerade mitten im Kampf. Warum bin ich denn überhaupt gestorben? Was ist passiert? So, einen wunderschönen lieber Zuckermannschaft. Wir sind wieder zurück in Mordor und wir haben vor, hier den Typen hier aus seinem Versteck zu locken, indem wir seine Schildträger töten. Dann bin ich mal gespannt. Und hops. Sollte kein Problem sein. Moment, den können wir noch schnappen. Der hat ein bisschen Informationen für uns. Brauchen wir die überhaupt? Den holen wir uns eh gleich. Was ist damit? Ah! Der hat eine vergiftete Waffe. Okay. Wo wollte ich hin? Da hoch. Da oben. Ach doch nicht oben, unten. Blup und starten. Na, der ist nicht so besonders, den können wir ruhig töten, ne? Und Start. Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. Gucken wir, Schattenangriff Tötung. Schattenangriff Tötung, es war doch mit Dings, oder? Moment. Psst, niemand hat dich gehört. Es ist jetzt schwierig, wie. Ah, der hat einen Drachen. Schattentötung. Versuchen wir es mal hier oben. Ob wir da eine bessere Sicht haben. Okay, es sind 2 Stück. Ich brauche aber ein paar mehr. Den einen kann ich zum Beispiel nicht sehen. Nur den hier. Da ist einer. So, dann muss ich nur noch die hier töten. Brauch
Problem ist, bei Schildträgern, die sind gut, heftig, gepanzert und schwer. Könnte ein bisschen dauern, bis wir hier... Oh Gott. Machen wir es mal so. Komm her, ja. Ich habe erst 4 getötet. Was zum... Was ist passiert? Ich war doch gerade mitten im Kampf. Warum bin ich denn überhaupt gestorben? Was ist passiert? Das habe ich jetzt gerade irgendwie nicht mitbekommen. Diese Orks werden immer stärker. Warum bin ich jetzt da oben? Ich bin nicht da oben, oder? Lass mich rein. Ach, da bin ich. Ich wollte schon sagen. Auf ein neues. Bald werden sie uns folgen oder fallen. Wie gesagt, ich habe gerade keine Ahnung gehabt, was da jetzt gerade war. Auf einmal bin ich gestorben. Und ich habe nicht mal mitbekommen, dass ich überhaupt gestorben bin. Ich habe einfach nur wie wild auf die Tasten geklickt. Weil ich gerade hier mitten im Kampf war und auf einmal lag ich da und musste mich beschützen und da war es schon geschehen. What the fuck einfach nur. Toll, jetzt darf ich alles normal machen. Hä? So, auf ein neues. Deine Schildträger schützen nicht mehr als ein Nebel. So, wie war das? Kopftötung jetzt. Okay. Ein Kopfschuss. Wir haben gar keinen Toten. Psst. Alles safe. Den könnten wir doch eigentlich für uns machen, oder? Den gibt er uns ein bisschen Deckung hier oben. Noch ein Kopfschuss. Noch ein Kopfschuss. Stört dich dieser Gestank denn gar nicht? Welcher Gestank? Ich finde die Ursache dieses Geräuschs und bring sie zum Schweigen. Und dip und dip. Noch 5. Genau, zurück an die Arbeit, ja, Lappen. Wie kann ich da hin? Na, mal schauen. So, perfekt. Hier schleicht sich keiner herum. Hier ist niemand. Was auch immer dort draußen ist, wird meine Klinge spüren. Hat er gerade gesagt, da ist er? Hä? Darf ich dich mal kurz ausleihen?
So, wo sind die Schildträger? Ich brauche noch ein paar. Noch einer. Da. Ich würde mal sagen. Tag. Post. So, wo ist er? Du denkst, die Schildträger waren zu meinem Schutz hier? Ha! Die sollten von mir lernen! Jetzt bist du dran! Okay, dann versuche ich mal. Da ich mal kurz. Ich muss mal hier nach oben. Da ist er. Mist, der Falsche! Hast dich beim letzten Mal verkrochen! Jetzt will ich dich bloß noch mehr töten! Wie verkrochen? Am Arsch! Verreck doch! Bin noch nicht mit ihm fertig. Oh. Den habe ich aus Versehen. Mist, jetzt habe ich den falschen gedingst. Ja. Verreck. Läuft. Rennt ihr Maden, ihr habt eh keine Chance gegen mich. Und schließen. Hier. Das ist mein Dach. So, dann mal runter. So viel Zeug. Alles meins. Wow, ein ganz normaler Mantel. Das ist ja der Wahnsinn. So ein schöner Mantel. Es gibt was Besseres. Pläne. Darf ich den mitnehmen? Linkes Twing? Nee, das? Ah. Erstmal drauf gucken. Den könnte ich ja theoretisch... Gucken, wer der hier ist. Okay. Warum soll ich mir überhaupt die Mühe machen, die zu töten, wenn ich die einfach zu meiner Armee rekrutieren kann? So, das Stückchen Metall nehme ich auch noch mit. München. Dann sind wir ja eigentlich hier theoretisch. Wir könnten die Blutrache hier machen. Weil er ein kleiner Penner ist. Machen wir auch. Mich einfach so zu töten, ja? Durch einen Bug, sage ich mal. Mich einfach so auf so einer fiese Art zu töten, durch einen Bug, ey. Da muss ich mich mal rächen. Ein Festmahl. Ich kann nicht riechen, was sie kochen. Und dafür bin ich dankbar. So nicht. Wo kommen die jetzt denn alle her? Yeah.
Ich hab doch nichts gemacht. Oh, dich wollte ich nicht. Sorry. So, wie war das? Hä? Der macht ein Festmahl. Da drüben? Nix da, der Waldläufer. Psst. Wie war das? Konnte doch explodieren. Gift da, mit G. Und da hinten ist der Typ. Schön alles vergiften. Muss mal gucken. Wie komme ich denn hier ungesehen? War nix. Psst. Ich weiß, hab ich mir wohl nur eingebildet. Bleibt wachsam. Es könnte zurückkommen. Das reicht. Na komm. Trink. Na trink. Oh. Haben die mich gesehen? Ja, Spinnen. Das sind da ganz schön viele da unten. Das wollte ich... eigentlich gerade nicht. Oh. Hey, ihr arbeitet für mich? Was seid denn ihr für welche? Boah, jetzt trinkt doch was. Ich hab's extra vergiftet. Ja! Mein allerbester Freund! So schwach wie Menschen sind, bin ich beeindruckt, dass noch nicht alle. Jetzt ist er vergiftet, oder? Aber der stirbt nicht. Glaubt, er sei besser als ich. Er ist nicht besser als ich! Geist! Oh, du nein! Ich bin tot. Tja, viele haben den Uralten unterschätzt. Sie verstehen nicht, dass mein Verstand, mein Körper und meine Klingen durch das Alter nur geschärft wurden. Das ist doch jetzt ein Witz! So. Weißt du, wie viel Druck ich hatte? Ich nicht. Aber ich weiß sicher, dass ich dich gleich töte. Und dann, rat mal, gönn ich mir noch mehr Grog. Und dann töte ich dich. Bezweifle ich. Weil du schon tot bist.
warte. Bevor du mich tötest, wie wär's mit einem letzten Rock, bevor du mich tötest? Hat's deine Chance gehabt. So. Wie der Sabberfaden da raushängt. Nice. So. Du bist noch am Leben? Ganz ehrlich? Ich glaub, dich will ich in meiner Crew haben. Dann würde ich, dann gehe ich mal weg, ne? So, jetzt bin ich erstmal hier in Schutz. Ah, gut zu wissen, der ist wieder da. Psst. Ja, war keiner. Wenigstens haben wir hier frei gemacht. So, das nächste wäre denn hier. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Oder besser gesagt, ha! Wisst ihr was? Ich guck mal. Was haben wir denn hier? Ring der Macht oder brutale Natur? Dann würde ich mal sagen, gehen wir in der nächsten Folge, machen wir hier ein bisschen die Natur. Das mit dem Ring können wir nachher machen. Aber erstmal ab in die Natur, würde ich sagen. Gut, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Und denkt dran, Leute, immer schön den Lachs auf den Tisch kloppen, ne?